Aber gut. So, dann holen wir mal. Ballen. Gut. Dann holen wir uns die Ballen und auch dann bei unserem Hof lagern. Upsi, wir haben gleich einen Traktor gleich angefahren. Kommt nicht so gut an. Und auch gleich hängen geblieben. So.
gut. Jo. So. Machen wir mal die nächste Ballenpartie. Machen wir das so, weil der weitere Laden ist ja ein Bullshit. Oder ne? So, und nochmal 93 Häcksel, 93.000. Der Häcksel gut. Darauf. So. Und dann geht's jetzt home. Home the place we go. Hm, 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 hm. Am Veritori.
So, Oldtimer. In der Familie. Der kommt aber gleich in eine Halle. Den Mann wird aber keinen Nutzen haben. So. Sehr schön. Totally.
Eine Seemaschine wäre vielleicht. Und da ist schon so verschuldet jetzt. Wie gesagt, die Seemaschine werden wir irgendwann brauchen. Die Frage ist, welche und ob wir uns die jetzt schon kaufen sollen. Was sag ich, das Ansehen ging, auffüllen müssen wir es halt dann immer. Oder hätten wir vielleicht den Ballenwagen, dann könnten wir beladen eigentlich. Denken wir dabei an, könnten wir auch noch Uldam zum Beispiel anhängen. An Urus, wenn uns das macht. Das wäre absolut kein Problem. Schauen wir uns auch noch kurz den Markt an. Schauen wir auch an, wenn wir 70.000 immer noch zum Zurückzahlen noch haben. So, dann haben wir vielleicht einmal fertig. So, Feld 2 geht es ja dann gleich da lang. Wenn ich jetzt sage, mit so einem Traktor. Oder wenn wir sagen, er hat 212, ja. Er hat 246, das heißt, ziehen könnten sie es auf jeden Fall beide dann. Oder müssten sie es ja beide dann können. Einzelkorn-Seetechnik haben wir jetzt momentan die. Die sind 250 PS. Dann 1600 Liter Tank. Darf man auch nicht vergessen.
Müssten wir uns das wirklich anschauen, nämlich dann irgendwann. Aber gut, das sind die gemieteten Sachen. Ich sage, gehen wir zurück. Das kaufen wir in 22 Dollar. Kaufen. 20, 56. Wird uns 13 kosten. 32, 3. Ja, finanziell sieht es ja wie jetzt momentan. Aber wenn wir jetzt so neue Fahrzeuge 7,8 Minuten auf der Fahrzeuge 57.000, so die Presse. Minus das Neuanschaffen. Genau. Sonst ist es verkauft. 5.000 immer. Ja, wir haben jetzt da noch 206 auf der Kante liegen. Und dann mit dem. Und ja, da kommen auch noch 60.000 dazu, sag ich jetzt einmal. Also 200.000 hätten wir dann zum Verkaufen. Das ist jetzt natürlich nicht ewig viel, aber ein bisschen was halt. Und 20.000 Milch hätten wir auch noch. 20 Monate müssten wir noch zahlen. Sagen wir, zahlen jetzt 50 zurück. Dann haben wir noch 2 Monate zum Bezahlen. Wir kriegen ja noch 43.000 auf Empfang immer. Das ist natürlich dann schon. Also jetzt 20.000, sagen wir, 20 Jahre aufnehmen. Sagen wir, zahlen da jetzt 20.000 wieder retour. Jetzt haben wir 250. Das nehme ich wieder auf und zahle jetzt einmal 45.000 retour. Dann kann ich wieder 45.000 aufnehmen auf 20 Jahre. Kredit aufnehmen. 45.000. So, wir haben zurückgezahlt. Ich glaube, wir können jetzt aber keine aufnehmen, weil wir ein Dings haben. Aber wir sagen ja dann einfach das direkt verkaufen. Gut,
Oh, 110. Achso, ja, weil wir das jetzt verkauft haben. Stimmt, weil wir das jetzt verkauft haben. Dann können wir das hier gleich so machen. Also. Hunderteinundneunzigtausend 20 ist das und dann machen wir eine Sondertätigung durchführen. Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Kredite noch offen. Wir haben 19.000 auf der Kante und wir zahlen jetzt 1.700 im Monat. Plus unsere Fahrzeuge halt, die wir aber natürlich dann jetzt einmal Schritt für Schritt zum Beispiel, wenn ich sage, Wender, da bei 13.000, bam. Und der gehört schon mit uns, haben wir auch schon weniger Kosten. Und der ist noch da. Passt, jetzt hat Luft. Dann war's es mit der Folge.